Aber wenn ich mir heute sehe, ich zuschaue, die habe 40 Jahre lang kein Programm nicht gehabt und bei uns ist es noch 4 Jahre, kein Programm ist nicht mehr fertig. Bei uns steht klipp da drin, wer 45 Jahre gearbeitet hat, muss steuerfreien abzugsfreien Rettungen dürfen. Punkt. Das heißt, wenn halt einer mit 15 Jahren nach der Hauptschulsarbeit anfängt und geht irgendwo zum Lehrer hin, pipapo und arbeitet bis 60 durch, dann hat er mit 60 in Rente gehen zu dürfen. Wenn halt einer meint, er muss 2- und 3-mal studieren und 4-mal, weil er nicht weiß, wo er studieren soll, und am Schluss gibt er doch gerade BBL aus und ich habe bei McDonalds nicht verkauft, weil BBL-Studenten haben wir vielleicht nur, dann hat er Pech gehabt. Da muss er bis 70 arbeiten oder bis 75 arbeiten, bis er abzugsfrei in Rente gegangen. Ist aktueller Stand, ist noch nicht überarbeitet. Warum? Wenn halt einer Arzt studiert, ist es Jura und Medizin, der wäre die nächste Studie, oder? Ja, irgendwie so, weil einer dauert 6 Semester, aber ist auch nicht ein wenig länger. Wenn der dann 8 Semester studiert, das heißt 4 Jahre, er kommt mit 18 oder 19 vom Gymnasium aus, er studiert 4 Jahre, das heißt er ist 23, das heißt er müsste, wenn er durcharbeitet, bis 68 arbeiten. Wo ist das Problem? Dann soll er bis 68 arbeiten, er muss 8 Jahre länger arbeiten, möchte er eh in Rente gehen. Als Arzt hat er schließlich mehr Geld verdient als wieder Handwerker, weil er vorher studiert hat, da muss er sich selber weniger Geld auszahlen, da bin ich auch mit 60 in Rente gehen. Überhaupt kein Problem. Aber nach 45 Jahren soll es jedem zustehen, dass er abzugsfrei, also nach 45 gearbeiteten Jahren, soll es jedem zustehen, dass er abzugsfrei in Rente geht. Punkt. Mehr gibt es jetzt zum Sagen. Und wie gesagt, wenn ich heute nicht dumm bin, bin ich mit 23, 24 und studiere fertig. Natürlich gibt es auch Jungen, die mit 30 Jahren studieren oder eher, die Jungen noch studieren. Dann muss ich sagen, verfehlt. Also zu meiner Zeit hat das, zu meiner Schulzeit hat das ganze Thema verfehlt, 6 Sätze. Oder irgendwie so, ja. Also wenn es weitergeht, dann darf ich auch schon mit 75 in Rente gehen, weil vorher gar nicht durch. Natürlich ist er früh schon in Rente gehen. Also mit 75, du bist ja sehr optimistisch. Doch, schreibt mir auf die sich nicht auf die Fahne, dass